Glaubenskriege gibt es wohl schon seit Menschengedenken. Gott aber und der Orden ändern nichts. Gebieten mir kein Attentat. Gewiss nicht. Nur, meint der Patriarch, sei ein Attentat vor Menschen nicht auch Attentat vor Gott. Der reiche Jude war mir nie ein besserer Jude. Sultan, ich bin ein Jud. Und ich gehöre dem Islam. Der Christ steht zwischen uns. Von diesen Religionen kann doch eine nur die wahre sein. Was will der Sultan? Vor vielen Jahren lebt ein Mann im Osten, der einen Ring von unschätzbarem Wert aus lieber Hand besaß. Kaum war der Vater tot, so kommt ein jeder mit seinem Ring und jeder will der Fürst des Hauses sein. Das Grundprinzip der Menschen müsste sein, Toleranz zu zeigen. Der Richter sagt, mein Rat ist der, ihr nehmt die Sache, wie sie liegt. Hat von euch jeder seinen Ring von seinem Vater, so halte jeder seinen Ring für echt. Ich danke euch, Herr, dass ihr mein Leben habt gerettet. Dankt mir nicht, mein Fräulein. Dies zu vermeiden, bin ich so spät zu euch gekommen. Ich verstehe. Tempelherren wollen keinen Dank. Sie müssen nun einmal so handeln. Müssen wie angelernte Hunde Mann und Maus aus Wasser und aus Feuer holen. Recha ist keine Jüdin. Und Nathan? Nicht ihr Vater. Das Mädchen aber sei als Christ getauft, der Jude aber habe es als Jüdin und als seine Tochter auferzogen. Der Jude wird verbrannt. Wozu braucht man die Väter denn? Sie sterben einem weg. Darum sieh dich besser nach einem um, der mit dir um die Wette leben will. Euer Vater. Den habt ihr auch gekannt? War mein Freund. Mein Bruder. Meine Schwester. War dieser Vater Deutscher? Er sprach am liebsten Persisch. Antisemitismus ist nur eine der Geiseln, von denen jetzt eine Nation nach der anderen schleichend befallen wird. Hoffen wir, dass wir die moralische Standfestigkeit besitzen, weiterhin für Toleranz und Inklusivität, Menschlichkeit und Freiheit, kurzum für die wahre Demokratie zu kämpfen. Saul Friedländer, 31. Januar 2019 im Deutschen Bundestag.